Im ersten Moment war ich traurig, ich habe meinen Job ja gern gemacht. Aber mir war immer klar, das ist ein Teil, eine Zeit, es ist geliehene Verantwortung und irgendwann ist das vorbei. Also ich bin seit November letzten Jahres im Vorstand der Sozialbau. Die Sozialbau ist ein Bauträger, der mehr als 51.000 Wohnungen verwaltet und im Schnitt ungefähr 1.000 Wohnungen pro Jahr neu baut im leistbaren, im geförderten Bereich. Und ab 1. Jänner nächsten Jahres bin ich dann Vorstandsvorsitzender. Der wesentliche Unterschied ist, in der Politik ist das Handy immer an, egal ob Wochenende, egal ob Abend oder Nacht oder Urlaub, weil man halt irgendwie ständig parat sein muss und auch reagieren muss, wenn irgendwas passiert. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Meine Familie ist glücklicher, die haben das immer mitgetragen und wirklich immer auch unterstützt, aber sie haben jetzt mehr von mir. Also das Hirn Feimanns ist erstens falsch und zweitens beleidigend. Der mächtigste Mann der Regierung ist schlicht und einfach falsch, das ist immer der Kanzler. Ich habe eine koordinierende Aufgabe gehabt. Das führt natürlich oder hat dazu geführt, dass bevor etwas in den Ministerrat gekommen ist, alles natürlich auch in der Koordinierung war, wo ich halt für die SPÖ die Funktion des Koordinators hatte. Mit dem Werner Feimann habe ich regelmäßig Kontakt. Also er ist mein längster Freund. Wir haben jetzt vor 2 Stunden telefoniert miteinander und wir sehen uns auch, wenn er hier ist. Er ist durch diese Sonderbeauftragtenrolle der Vereinten Nationen natürlich auch relativ viel unterwegs, aber wir sehen uns regelmäßig und haben auch nach wie vor ganz engen Kontakt. Ich hatte dann die Chance und das Glück, 2,5 Jahre lang auch als Kulturminister dafür verantwortlich zu sein. Ich bin davor viel in Museen, ins Theater, in Konzerte gegangen und das mache ich auch jetzt.